Darf ich? Darf ich? So, schauen Sie. Was machen wir? Wir nehmen jetzt zunächst mal die erste Beobachtung. Ziehen 3 ab und dann rechnen es hoch 3. Dann die zweite Beobachtung. Ziehen 3 ab, nehme ich das Sache mit, rechnen hoch 3. Dann die dritte. Die vierte. Und die fünfte. Und dann 3 mir natürlich 5. So. Okay? Das sind jetzt hier also die Größen, die ich jetzt hier brauche, um jetzt hier den Schieb auszurechnen. So. Jetzt schauen Sie, was passiert. 1 minus 3 gibt minus 2. Schreibe es hier einfach mal minus 2 hoch 3. Plus 2 minus 3 gibt minus 1. 3 minus 3 gibt 0. 4 minus 1, Entschuldigung, 4 minus 3 gibt 1. Und 5 minus 3 sind 2. So, natürlich jetzt hier was hoch 3. So, schauen Sie sich das mal an. Was passiert hier? Genau. Ich? Meine Damen. So kann man es nennen. Also minus 2 hoch 3, dieser Ausdruck, schauen Sie, hebt sich jetzt hier gerade mit diesem auf. Also der erste hebt sich mit dem letzten auf. Der zweite mit dem vorletzten. Ja? Und so weiter und so weiter. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel 500 Beobachtungen hätten, was wäre da passiert? Da wäre genau das Gleiche passiert. Also da würde sich auch der erste Ausdruck gerade mit dem letzten aufheben, der zweite mit dem vorletzten und der dritte mit dem vorvorletzten und so weiter. Also im Prinzip ändert sich nichts und wir bekommen was heraus? 0. Und damit ist das Schief ja auch 0. Okay? So. Ich schimmel mich gar nicht. Haben Sie es? Okay. So, dann meine Damen und Herren, wie mir das jetzt hier gerade mitgeteilt worden ist, Aufgabe 7 entfällt und bitte erkundigen Sie sich, also wenn es jetzt doch reinkommen sollte. Er hat, glaube ich, gesagt, es ist trivial, das überspringen wir. Natürlich ist es trivial. Ist ja auch, meine Damen und Herren, es ist doch alles trivial. Alles können wir nicht überspringen, also das ist halt natürlich jetzt hier. Ich meine, Sie werden es immer sehen, Sie werden es immer feststellen, es ist immer einfacher, als Sie denken, glauben Sie. So, entfällt, aber wie gesagt, vergewissern Sie sich nochmal, ob das stimmt. Also ich will jetzt hier gerade nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie das dann auch wiedersehen. Wäre doch schade. So, Aufgabe 8. Hallo. So, Aufgabe 8 entfällt aber nicht. Das weiß ich, weil es auch in der letzten Klausur krank war. Und das war natürlich auch eine Katastrophe, wie immer, mein Name. Deswegen. So, zunächst mal. Zunächst mal, was Sie haben, ist eine Definition, und zwar bedingte relative Häufigkeit. So, hören Sie. Bedingte relative Häufigkeit. Und zwar, schauen Sie, hier schreibt man jetzt hier gerade etwas, was Sie vielleicht ein bisschen verwirrt oder zumindest ein paar Ihrer Kommilitonen. Und zwar, die schreibt das jetzt hier folgt aus. Also, wir haben jetzt hier die relative Häufigkeit, die was mit H bezeichnet, Sie wissen ja. Wie rechnet man mal die relative Häufigkeit eines Ereignisses aus? Relative Häufigkeiten, wie rechnet man die aus? Also relative Häufigkeit des Ereignisses A. Ereignis A ist eine Teilmenge einer Stichprobe. Absolute Häufigkeit durch den Stichprobenumfang, genau. Das ist die relative Häufigkeit gewesen. Jetzt hier in der Formel steht es jetzt im Tat drin. So. Und ich schreibe jetzt hier die bedingte relative Häufigkeit, das bedeutet das hier. Und verwechseln Sie das bitte jetzt nicht mit dem mit der Differenz. Machen nämlich viele. Nicht? Also das ist eine bedingte relative Häufigkeit und die Differenz ist wiederum was ganz anderes.
Also das ist nicht das gleiche wie A ohne B. Das heißt, in dem Fall, die bedingte relative Häufigkeit des Ereignisses A unter der Bedingung, dass B stattfindet, ist jetzt in dem Fall, meine Damen und Herren, per Definition das hier, schauen Sie, H von A und B, also gerade die relative Häufigkeit von der Schnittmenge, geteilt durch die relative Häufigkeit von der Bedingung. Also man sagt jetzt hier natürlich auch bedingte relative Häufigkeit von A unter der, und ich schreibe das jetzt hier nochmal kurz dazu, weil das jetzt hier abgerissen werden muss, unter der Bedingung, dass B stattfindet. Ja, also bedingte relative Häufigkeit von A unter der Bedingung, dass B stattfindet. So liest man das. Und das ist also nicht die relative Häufigkeit, die Differenz, meine Damen und Herren. Das ist zunächst mal eine Definition, die müssen Sie so akzeptieren, wie sie ist. Wir kommen jetzt hier zunächst mal nicht drum herum und dann schauen wir uns mal hier gerade als Beispiel die Aufgabe. Was steht jetzt hier in der Aufgabe 8? In der Aufgabe 8 haben Sie eine Stichprobe vor sich, und zwar, die bezieht sich jetzt hier auf eine bestimmte Menge von Leuten, die befragt worden sind, woher kommen sie, was würden sie nehmen und so weiter und so fort. Und man hat zum Beispiel jetzt in dem Fall 3000 Leute befragt. Das heißt, was ist jetzt hier gerade die absolute Häufigkeit des Ereignisses? Omega auf Omega ist jetzt hier die Stichprobe. Also Stichprobenumfang in dem Fall ist natürlich 3000. So, und da haben wir natürlich jetzt hier noch Ereignis A, und zwar Ereignis A bezieht sich darauf, dass die ausgewählte Person, die befragt wird, angibt, die Partei Die Linke wählen zu wollen. Also, ich schreibe jetzt hier Hermann, also in Anführungszeichen, Entschuldigung, Linke. Und dann wissen Sie, was gemeint ist. Meine Damen und Herren, jawohl, habe ich. So, Partei Die Linke, als Präferenz, so, wie viele Leute waren es, das brauche ich nämlich hier, wie viele waren es? Das ist nicht viel. 300? Genau, und 300, so, B bezieht sich darauf, dass die Person, die befragt worden ist, angab, aus den neuen Bundesländern zu kommen. Also ich habe hier neue Bundesländer. Okay. Wie viele waren es? Jawohl. Okay. Und wenn da jetzt steht, schauen Sie, wenn da jetzt steht, dass 30% von denen hier, von denen, die aus den neuen Bundesländern kommen, angehaben, die Linke wählen zu wollen. Wie groß ist dann das hier? Das brauche ich nämlich auch. Also wie viele Leute gab es in der Stichprobe, die sowohl aus den neuen Bundesländern kamen, als auch angaben, die Partei Die Linke wählen zu wollen? 180, so ist es. Ja, schreibst du mal dazu. 600 mal 0,3. Okay. Verstehen Sie? 30% von denen, die aus den neuen Bundesländern kamen, haben gesagt, wir wählen Die Linke. Und 30% von 600 sind 180. Also 180 Leute waren es. 180 Leute haben gesagt, wir kommen aus den neuen Bundesländern und wählen Die Linke. Okay. So, das ist alles. Jetzt sollen Sie natürlich jetzt noch ein paar Größen ausrechnen, und zwar die hier, schauen Sie, die jetzt hier gerade in der Aufgabenstellung angegeben sind. Und zunächst mal die relative Häufigkeit des Ereignisses A. Die relative Häufigkeit des Ereignisses A. 0,10? Ist? 0,10? Jawohl, 0,1. Also in dem Fall die absolute Häufigkeit des Ereignisses A, geteilt durch die Stichprobe, meine Damen und Herren, das ist 0,1. So ist es. Dann die relative Häufigkeit des Ereignisses B,
Funktioniert natürlich genauso, das ist die absolute Häufigkeit des Ereignisses B, geteilt durch den Stichprobenumfang. 0,2. Ergibt? 0,2. Jawohl, 0,2. 600 geteilt durch 3000. So. Und jetzt kommt etwas, was Sie jetzt hier natürlich berechnen sollen oder müssen und zunächst mal belegen müssen jetzt hier. Und zwar nehme ich das hier, das da, schauen Sie. Das hier. Die relative Häufigkeit des Ereignisses A unter der Bedingung B. Unter der Bedingung B heißt, ich weiß, die Person, die befragt wird, kommt aus neuen Bundesländern. Und die Frage ist jetzt, wie hoch ist der relative Anteil derer, die aus den neuen Bundesländern kommen, die angegeben haben, die Partei Die Linke wählen zu wollen. Also das hier ist, wenn Sie so wollen, Anteil der Linken, schaffe ich jetzt hier vielleicht nach, unter dem, die aus den neuen Bundesländern kommen. Bundesländer kommen. Okay. Wie hoch ist der Anteil derer, die Linke wählen, unter denen, die aus den neuen Bundesländern kommen? Anteil derer, die im Grunde, also die Linke wählen, unter denen, die aus der Bundesländern kommen. Also nicht unter der gesamten Stichprobe. Nicht in, also Anteil der Linken der gesamten Stichprobe, sondern nur unter denen, die aus den Bundesländern kommen. Also sprich, wie hoch ist die Wahlbeteiligung? Wie hoch ist jetzt die Wahlbeteiligung? In den neuen Bundesländern. Würde eigentlich so freuen. Was steht im Text? 0,3, so ist es. Meine Damen und Herren, 30% von denen, die jetzt hier gerade aus den Bundesländern kommen, haben gesagt, wir wählen die Linke. Das heißt, der Anteil, schauen Sie, der Anteil der Linken unter denen, die aus den neuen Bundesländern kommen, beträgt 0,3. Angenommen, Sie würden es jetzt hier über die Definition machen, das ginge nämlich auch, also das steht natürlich im Text, das müssen Sie jetzt mal drauf kommen, aber das ist vielleicht nicht immer so. Angenommen, Sie würden es über die Definition machen, Sie würden dann hier natürlich, oder hätten natürlich ausgerechnet, relative Häufigkeit hiervon, geteilt durch die relative Häufigkeit hiervon. Wie hoch ist die relative Häufigkeit derer, die sowohl die Linke wählen, als auch aus den Bundesländern kommen? Wie viele Leute waren es? Es waren 180 Leute. Also 180 zu 3000 ist natürlich die relative Häufigkeit derer, die sowohl aus den Bundesländern kommen, als auch angegeben haben, die Linke wählen zu können. Und wie hoch ist jetzt die relative Häufigkeit derer, die jetzt hier neues Thema Bundesländer, meine Damen und Herren, das sind jetzt hier 600 zu 3000, damit Sie hier sehen, was sich jetzt hier rauskürzt, 3000 kürzt sich hier raus, bleibt also 180 zu 600 übrig. Und 180 geteilt durch 600 ist gerade 0,3. Okay? 180 durch 3000 ist die relative Häufigkeit.